Des Hohen Rats von Haven City wirst du hiermit für deine Schandtaten gegen die Bevölkerung und deine abscheulichen Verbrechen auf Lebenszeit ins Ödland verbannt. Das bedeutet den Tod, Vigar. Gibt es keine andere Lösung? Der Anspruch wird abgelehnt. Dieser dunkle Eco-Spinner ist gefährlich. Setz die Ladung ab. Das ist ein Skandal. Mir fehlen die Worte. Obwohl, ich muss doch was sagen. Nicht alle stimmen diesem lächerlichen Urteil zu. Ja! Wir protestieren! Oh, er wollte ihm Gesellschaft leisten. So empört sind wir dann doch nicht. Leb wohl, Jack. Bleib aus der Sonne. Trink viel Wasser, wenn du es findest. Jack? Geh zurück zur Stadt, Dex. Tut mir leid. Der Rat ist zu mächtig. Ich konnte nichts dagegen. Ich weiß. Bleib ja am Leben, hörst du? Das ist ein Befehl. Man wird dich finden. Versprochen. Mögen die Precursor dir gnädig sein. Dexter! Bedank dich bloß nicht! Ohne mich würdest du hier ja keine Sekunde überleben! Okay, du Held! Du hast uns hier reingeritten, jetzt hol uns wieder raus! Ach, was sind wir doch für ein Team! Brechen wir auf! Aber wohin? Da lang! Oh, ich vermute, du weißt, wo es lang geht, hä? Besser als du, Krummschnabel! Gehen wir einfach! Eine bescheuerte Idee. Nein, das war deine. Sowas fällt doch nur einem Spatzenhirn wie dir ein. Gehen wir mit ihm. Gemeinsam sind wir stark. Du meintest wohl, gemeinsam sind wir tot. Ich fasse es nicht, dass die Stadt uns hasst. Wir haben diese Penner gerettet. Jack, die Stadt ist geteilt. Und die neuen Crimson Killbots haben den Hauptteil des Industriegebiets unter Kontrolle. Die machen meine Leute fertig. Die Garde hat einen neuen Anführer. Wir versuchen herauszufinden, wer das ist. Ich habe leider noch mehr schlechte Nachrichten. In einem der anderen Stadtteile hat sich eine Horde überlebender Metallschädel breitgemacht. Wir haben Kordoch zerstört. Scheinbar haben die stärksten Metallschädel überlebt. Der Kampf um die Stadt hat soeben begonnen. Die Leute geben dir die Schuld, Jack. Genau. Gute Idee, Jack. Zeit für ein Nickerchen. Nur ein paar Minütchen. Ah, ich fühle mich wie ein Brathut. Der Palast. Lagebericht. Sieht schlimm aus. Die Stadt ist ein Schlachtfeld. Killbots haben das Industriegebiet eingenommen. Und die überlebenden Metallschädel haben sich auf der Westseite verstärkt. Und wir haben Verluste an allen Fronten. Der Rat hält heute Abend eine Krisensitzung ab. Und zwar wegen dir, Jack. Sieht nicht gut aus. Sie glauben, die Metallschädel sind durch dich und Crew in die Stadt gekommen. Du glaubst es doch nicht, oder? Das Geschehene ist geschehen. Im Moment greifen Metallschädel den Palast an. Sie suchen etwas und ich habe keine Ahnung... Den Precursor. Sieht aus, als hätten die überlebt. Gott so. Der Sender, den wir geortet haben.
Woher hast du den? Wir nehmen sie mit. Los geht's. Es zieht ein Sturm auf. Wow, ja, das war auf jeden Fall mal ein fliegender Start hier. Willkommen zu Jack 3. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel, aber bin jetzt ja irgendwie schon gefühlt mittendrin. Ach super, ja, es gibt ja schon jetzt kaum Performance-Probleme hier mit der tollen PS4-Version. Ja, ich hoffe, das wird im Spiel ein bisschen weniger problematisch als in der Sequenz jetzt hier schon. Ja, ich habe spontan jetzt erstmal keinen Bock, Haven City wieder zu sehen. Ich hoffe, das passiert auch erst so im letzten Drittel vielleicht. Die Stadt hat man oft genug gesehen, würde ich behaupten. Na, lang genug in Jack 2, aber nun gut. Was ich so spontan gesehen habe, ich habe mal ein bisschen durch dieses digitale Booklet zum Beispiel geblättert. Das ist irgendwie schon... Ja, es geht gefühlt mehr irgendwie um Waffen und Gefährte. Habe ich so den Eindruck gehabt, so ganz, ganz grob mal durchgeschaut. Um die Wüste. Ich bin gespannt. Let's go. Die Intro-Sequenz wird wahrscheinlich jedes Mal kommen, wenn wir das Spiel starten würden. Und das Menü sieht genauso aus wie in Jack 2. Und glaube ich auch Jack und Dexter, oder? Naja. Ich sehe mich jetzt schon wieder Dexter 1000-mal falsch schreiben, weil ich irgendwie immer denke, er wird mit E geschrieben, aber er wird mit A geschrieben. Insofern. Ja. Solltet ihr irgendwann mal sowas im Videotitel sehen, dann seht's mir nach. Ja, erstellen. Gleichzeitig ist es auch der letzte Teil, den ich wahrscheinlich spielen werde. Es gibt ja noch Dexter für die PSP und noch irgendwie andere Spin-offs, aber die interessieren mich jetzt wirklich nicht. Und PSP kann ich nicht aufnehmen und ja, habe ich auch eigentlich kein Interesse dran, wenn es nicht auf anderen Konsolen geht. Ich liebe Wasser. Oh ja, das tut gut. Wüste ist doof. Ah, zurück von den Toten, was? Und meine Mönche wollten schon für euch beten. Ich bin Demos, König von Spargos. Spargos? Aber außerhalb der Stadtmauern lebt niemand. Keine ganze Stadt. Ach ja, wir sind die Vergessenen. Haven Citys Abfall, entsorgt und zum Sterben zurückgelassen. Genauso wie ihr. Nun, wo wir euch gerettet haben, gehört euer Leben dem Volk von Spargos. Und das werden wir ausnutzen, wenn es denn überhaupt was taugt. Hey, klingt nach einem miesen Handel. Ihr seid nicht in der Position zu handeln. Hier draußen ist man entweder nützlich oder überflüssig. Beweist euren Wert oder die Wüste wird euer Grab. Du solltest wirklich mal an deinen Umgangsformen arbeiten. Im gnadenlosen Ödland zählt nur Stärke und Überleben, sonst nichts. Wir werden bald sehen, was ihr taugt. Trainiert hart und beweist euch in der Arena. Nur die tapfersten kriechen wieder heraus und dürfen in Spargos bleiben. Ist eigentlich ganz einfach. Was passiert mit denen, die nicht wieder rauskriechen? Das wäre so, als hätten wir euch nie gefunden. Dachte ich's mir doch. Seid gegrüßt, Bürger von Spargos! Willkommen in der Arena des Todes! Hier erleben wir, wie andere sich vor Angst in die Hose machen. Erneut werden hier zwei Neulinge um die Ehre kämpfen, bei uns bleiben zu dürfen. Heißen wir sie willkommen, Jack, und ein widerliches sprechendes Tier. Pekka, hier bist du. Wo warst du? Demus sagt, ich werde sein neuer Berater. Er sagt, meine Weisheit soll ihm dienen. Ach ja, und Demus sagt auch, dass ihr zwei bestimmt heute in der Arena sterbt. Und er hofft, dass euer Tod sehr, Hör auf damit! Demus kann für sich selbst sprechen! Richtig. Ihr werdet sterben. Und ja, Hacker ist mein neuer Ratgeber. Im Gegensatz zu euch schätzt man hier meine Talente. Mein neuer Job ist einfach. Aber all diese Kämpfe... Oh, kein schöner Anblick. Du mieser Kle... Eröffnet die Spiele! Pekka hieß der Kollege also. Was war gerade mit Dexters Mund los, bitte? Ja, Pekka ist eigentlich ein super Einstieg, um nochmal gerade auf das Ende von Jack 2 einzugehen, bei mir. Da habe ich ja ein paar Orbs nicht gefunden. Es waren, soweit ich mich erinnern kann, 4. Und 3 habe ich wohl im Nachhinein doch noch lokalisieren können. Die waren nämlich tatsächlich bei Onin, also der alten, weisen Wahrsagerin, wie auch immer, bei der Pekka ja war. Da konnte man ja dieses Tastenspiel machen, wo diese Dreiecke, Quadrate, X und Kreise geflogen sind. Das wurde halt nie so richtig im Menü verzeichnet und deswegen dachte ich nicht, dass es da noch Orbs gibt, aber das kann man wohl nochmal machen und dann gibt's da auch wieder die üblichen 3 Orbs in Jack 2.
Und dann würde mir halt nur noch einer irgendwo fehlen, aber ja. Selbst spätestens der hätte mir halt gefehlt. Aber wollte ich auch nochmal nachtragen jetzt hier, wenn wir gerade noch in der Reihe sind. Ja, und irgendwie Arena, das ist ja wow. Erinnert mich dann spontan doch wieder sehr an The Legend of Spyro, was wir gerade erst abgeschlossen haben. Ich habe aber schon Orbs gesehen. Okay, und Ende. Das tue ich, das kann ich, ja. Ist okay. Ich glaube nicht, dass ich da schon rüberkomme, oder? Ich werde einfach erstmal dem einfachen Weg folgen, werde noch nicht so viel erkunden. Ah, das ist so eine. Achso. Ich dachte erst, das wäre ein Typ, aber das ist eine Vogelscheuche oder sowas in die Richtung. Mit dem Rollen sollte ich mir merken. Der kann auch den Longjump damit, ne? Warte mal, das will ich noch. Ja, genau. So ganz in der Steuerung bin ich jetzt natürlich auch nicht mehr drin, aber. Ja. Ich hoffe mal nicht, dass es wie bei Jack 2 ist, dass ich hier wieder nur kurz mal checken möchte, wie das Spiel ist und dann erstmal wieder 3 Monate nicht anfasse. Wird aber eher nicht passieren. Naja, ist schon klar. So, ich hoffe, ich werde auch den hier nicht wieder fälschlicherweise als den hier machen. Also die Steuerung scheint auch überwiegend dann doch erstmal identisch zu bleiben. Die Grundsteuerung, mit der wir hier starten. Das ist schon mal nett to know. Ah, stimmt, den gibt's auch, genau. So. Da haben wir auch schon gleich eine bewegende Plattform. Die irgendwie auch aussieht, als würde da Feuer rauskommen unten, aber eher nicht. Yay! So. Okay. Soweit, so klar. Ja, aber es laggt doch halt schon sehr, leider. Also so wirklich flüssig ist das jetzt auch nicht. Achso. Achso, hier kann ich was... Achso. Ja, okay, alles klar. Aber mir wird jetzt schon ein bisschen schlecht, weil es doch ein bisschen wenig Frames für mein Auge gerade sind. Oder es einfach die Frames nicht besonders schön miteinander verbunden zu sein scheinen. Ah, naja. War mir ja leider erst nach dem Kauf bekannt, dass die PS4-Version jetzt nicht die geilste ist. Ja, und da ist jetzt erstmal mein Ziel, wo bestimmt wieder eine Sequenz kommt. Ja, und da hinten ist schon ein Orb. Hinter ihm. Die Wettkämpfer waren erfolgreich. Sehr richtig, die Champs. Genau wie du es bei mir gelernt hast, Jack. Jeder schafft so ein paar mickrige Hüpfer. Jetzt tretet ihr gegen lebende Gegner an. Die Materieforme ausrichten. Arena für die Schlacht bereit machen. Arena für die Schlacht bereit machen. Das sagte ich gerade. Ich weiß, ich wollte nur, du weißt schon, wie du das mit den, egal, Kämpfern fertig machen. Heißt das, wir sollen gegen echte Leute kämpfen? Mit echten Waffen? Die uns echt wehtun wollen? Egal, sollen sie kommen. Okay, mir reicht's. Ich will auf seine Schulter. Was soll das denn hier? Okay, das ist wieder die rote Waffe. Ja, ja. Schön. Kennen wir soweit auch erstmal schon. Ich glaube, das war der Blaster. Ich weiß es nicht. Und da unten sehen wir... Keine Ahnung, die Pille? Was ist das? Oh, ho, oh. Ja, gut. Das... Ich habe das Geräusch gehört, aber ich konnte jetzt ehrlich gesagt nicht an, dass das dafür... Dass dadurch jetzt die Lava steigt. Gut. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid, was das Geräusch ist. Was haben jetzt die Roten zu bedeuten? Also ich verstehe diese neue Anzeige unten auf jeden Fall noch nicht. Das kann ich schon mal stolz verkünden und das war schlecht. Das ist meine... Ach, das könnte meine Energie sein, ja. Weil ich sehe sonst keine Energie. Ja, ja, doch, okay. Grün. Wenn alles grün ist, dann habe ich quasi meine momentane Energie voll und wenn mir jemand was abzieht, dann werden ein paar von diesen Kügelchen rot. Okay. Ganz ehrlich, weirde Darstellung. Aber gut. Warum habe ich denn gerade nur 15? Ist ja schrecklich. Ja, ich komme. Ich mache mal ein bisschen Risiko hier, so. Ich finde es aber dreist, dass die mir jetzt gerade irgendwie diese Munitionskisten geklaut haben. Was soll das denn? Und warum habe ich gerade die falsche Taste gedrückt? Ja. Jedenfalls 3 oder 4 Waffen hatten wir ja irgendwie. Ich glaube, der war hier... Ich meine, der hieß Blast, aber ich weiß es nicht genau. Ich fand die Waffe auf jeden Fall scheiße. Weil es eher eine Nahkampfwaffe ist, die... Ja. Ich feiere die halt einfach nicht so.
Jedenfalls 100% ist ein... Das war so dumm. Also, wenn ich das schon versuche, dann auch wenigstens richtig und vor allem... Also, ja, hätte ich halt einfach die Sekunde noch warten können. Ja, gut. Ich stelle mich schon wieder richtig gut an, aber ja, was soll's. Ich mag auch die Waffe nicht. Nee, aber ich weiß nicht, wie viel es hier gibt. Ob es hier 100% gibt oder mehr, es ist immerhin Naughty Dog. Und was das Ganze beinhaltet, ob man wieder irgendwelche verpassbaren Gegenden hat. Ich hoffe mal nicht, aber wird sich zeigen. Ich werde wahrscheinlich jetzt am Anfang noch nicht allzu viel Puffer haben, also solltet ihr darüber was wissen. Zum einen, wie viel es gibt, zum anderen, ob es irgendwelches verpassbares Zeugs gibt, könnt ihr mir das gerne schon mal schreiben. Weil ich werde auch hier wieder versuchen, so wenig wie möglich nachgucken zu müssen. Uiuiui. Und meine Energie ist jetzt schon wieder nicht allzu geil. Aber hier oben ist Leben. Hallo. Und, ach nee, Quatsch, das ist ja Munition. Wie komme ich jetzt darauf, dass das Leben ist? Oh Mann, Lebenskisten waren grün und die waren ein bisschen kleiner, glaube ich. Das waren eher so wirklich quadratische Boxen. Also Würfel. So, du Sack. Muss ich die eigentlich mit Munition besiegen? Nö, ne? Und warum sammelt der eigentlich so gar nicht ein? Also diese... Oh, jetzt bin ich Dark Jack. Wie bin ich denn jetzt Dark Jack geworden? Keine Ahnung, scheint geskriptet zu sein. Hallöchen. Aber auch Dark Jack wird wahrscheinlich nicht... der Lava entkommen können. Befürchte ich. Ja, komm, was soll das? Was? Sind wir jetzt hier bei Rayman oder was? Wo ich 1000 Jahre zurückfliege, wenn ich getroffen werde. Ich sollte auch vielleicht hier mal ein bisschen rumrollen. Das könnte ganz nett sein teilweise. Ja, aber da sehen wir halt schon wieder genau die Schwächen des Geräts, was mich damals schon so abgefuckt hat. Bei Jack 2. Das Ding ist einfach sau langsam und es ist gefühlt noch langsamer als im Vorgänger. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich eine andere Waffe habe, sodass ich diese hier nie wieder benutzen muss. Es gibt Situationen, da ist es ganz sinnvoll, aber die halten sich in einem engen Rahmen, muss ich sagen. Zumindest das, was ich aus dem zweiten Teil halt mitnehmen konnte. Und warum habe ich hier halt wirklich überhaupt keine Reichweite? Also ich muss die wirklich ganz genau einsammeln, die ganzen Sachen. Oder die Gegner wirklich da ganz nah dran sein und alle Sachen. Ich weiß nicht. Okay. Vielleicht ist es ja jetzt wenigstens das letzte Mal, dass ich diese lustige Passage hier machen muss. Und warum springe ich schon wieder viel zu früh? Das war verdammt knapp. Ich lerne es einfach nicht. Guck mal, ob ich jetzt gleich wieder Dark Jack werde. Das reicht doch gar nicht ein Schuss. Das ist eine Erkenntnis, die ich jetzt eigentlich reichlich spät auch erlangt habe. Ja, jetzt bin ich wieder Dark Jack, alles klar. So. Wenn ihr nicht gerade hochkommt. Das sind solche... Ja, wollen wir nicht doch lieber irgendwie, weiß ich nicht, Rayman spielen oder irgendwas? Okay, keine Ahnung, also... Ja. Top, wirklich, also das ist... Wenn er halt wenigstens diese scheiß Kügelchen einfach aufsammeln würde, ne? Aber ich muss da punktgenau durchlaufen, das ist doch... Das ist einfach nervig. Ich wette, da gibt es später irgendwelche Upgrades zu, aber... Ja. Spaßig ist es gerade nicht, aber ich weiß auch gar nicht, wofür man überhaupt sammelt. Müsste dieses Darkjack-Gedöns sein, sogar. Auf der anderen Seite, ich habe gerade so wenig davon eingesammelt, dass hier ist auf jeden Fall geskriptet, dass man hier zu Darkjack wird. Und manchmal reicht auch doch ein. Manchmal reicht doch ein Schuss. Sind das unterschiedliche Gegner? Wenn ja, habe ich das noch nicht bemerkt. Naja. Oh Mann. Nee, aber diese lilanen Kügelchen habe ich auch in Vorgängern bisher eigentlich. Ich bin halt so ungefähr durchgelaufen, dass er sie halt automatisch eingesammelt hat, aber ich bin jetzt nicht extra den Umweg gegangen, immer um die Sachen einzusammeln. Weil die mir das irgendwie nie wert waren und würde nur Sinn machen, wenn das dann eben für diese Dark Jack-Anzeige wäre. Zumindest ab Teil 2. Tschüss. 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 So. Jetzt komm nicht wieder hier draufgesprungen, bitte. Der eine ist tot, sehr schön. Der andere müsste eigentlich auch tot sein. Es wurde irgendwie nur einer gezählt von denen. Naja. Mann! Junge, nee, Kollege, nee. Ich will sie jetzt auch langsam mal fertig haben. Das kann ja nicht wahr sein. So. Also da fand ich das Combat in The Legend of Spyro eher, ehrlich gesagt, ein bisschen angenehmer. Ah, ich hoffe, das Spiel wird nicht allzu schwer. Wo muss ich jetzt überhaupt da...
Ah, okay. Alles klar. Verschweigst du uns etwas, Frettchen? Er wurde vom dunklen Echo berührt, werter Herr. Der Junge hier wird echt fies, wenn man ihn zu sehr reizt. Also reiz ihn nicht. Kleiner Hinweis. Ah, er ist also gefährlich. Das könnte uns nützen. Dein Mut hat dir ein Kampfamulett eingebracht. Wenn du noch 2 Kämpfe in der Arena gewinnst, dann darfst du in Spargus bleiben. Mit diesem Pass kannst du in der Stadt ein- und ausgehen. Aber Vorsicht, außerhalb der Mauern bist du schutzlos. Die Wüste kennt kein Erbarmen. Und für deinen Sieg bekommst du einen Waffenbooster. Oh ja, das ist ja mal was. Hey, und was krieg ich? Nichts, wie üblich. Was heißt jetzt Booster? Ist das Ding jetzt besser oder ist es jetzt wirklich eine neue Waffe, so wie sonst immer? Es ist eine neue Waffe, so wie sonst immer, das ist super. Tschüss, Blaster, ich hasse dich, ich werde dich nie wieder benutzen. So. Naja, wobei, also eigentlich ist es ja nur ein Add-on. Es ist ja eigentlich dieselbe Waffe, aber es ist, das Blaster-Teil werde ich nie wieder benutzen. So, wo darf ich da jetzt einfach so lang? Scheinbar. Oh, die Framerate macht mich echt fertig. Und die Kämpfe sowieso, das habt ihr schon gesehen. Ja, Spargus heißt das Ganze hier. Ne? Mal gucken, ob ich mir das merken kann. Ich habe auch schon wieder vergessen, wie der alte Typ hieß. Samos, das waren echt coole Tricks in der Arena, Jungchen. Aber nicht mehr lange. Und das wär's gewesen. Redest du mit mir? Ja! Redest du mit ihm? Nee. Ich halte ein Schwätzchen mit meiner seligen Mutter. Klar meine ich dich, du Schwachkopf. Ihr seid aus der Großstadt, was? Wer will das wissen? Der Typ, dem das hier alles gehört, Jungchen. Kleber heiße ich. Bleibt bei mir und ihr seid fein raus. So wie es aussieht, habe ich sogar einen Job für euch. Nehmt meine Sprungechse und fangt mir ein paar von diesen Mistviechern, die meine Vorräte geplündert haben. Wenn ihr euch 6 von diesen Biestern krallt, dürft ihr 1 meiner Rennfahrzeuge fahren. Das heißt, falls euch Demos je aus der Stadt lässt. Schätze, das packen wir. Nein! Ich hasse Reiten! Da krieg ich einen Wolf! Kann ich eigentlich nochmal zurück? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, natürlich nicht. Nee, ich habe gerade an dieses Orb gedacht, was ja hinter ihm lag. Ich weiß gar nicht, ob ich zu ihm hochgekommen wäre. Zu diesem Deimos. Wir müssen diese Känguru. Deimos, keine Ahnung. Aber, ja, gut. Vielleicht habe ich jetzt schon 100% verkackt, dann ist es mir vielleicht sogar lieber. Als wenn ich sie sammeln muss, aber wer weiß. Ach ja. Gut, das sieht ja jetzt schon scheußlich aus. Alter, was ist das für eine Framerate? Ich krieg das Kotzen. Wollen wir das wirklich machen? Also wollen wir das vor allem auf dieser Konsole machen? Das, ach du Scheiße. Ja, und jetzt haben wir Baby T. Super. Aegypus Rex. Wir sammeln jetzt ernsthaft solche Fruchtperlen hier. Für unsere Energie. Na gut. Ja, was sollen wir überhaupt machen? Wir sollen diese Dinos töten, ja? Und das sind Zivilisten, die wir am besten nicht töten, weil sonst fliegen wir aus der Stadt. Was vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Dann ist das Spiel schnell vorbei. So, tot. Ne, das ist nicht das... Ach, okay. Das sind nicht unsere Feinde, gut. Das sind wieder Aufstiegspunkte. Na gut. Ja gut, mit diesem Radargedöns kenne ich mich ja jetzt dank des zweiten Teils gut aus. Naja, Dexter, geht so, ne? Okay. Also ich habe ehrlich gesagt noch nicht wirklich Motivation, mich jetzt hier gerade irgendwie großartig umzuschauen oder sowas, weil ich weiß nicht, ob die Orbs wieder genauso Sammelobjekte sind wie im zweiten Teil oder ob die halt wieder eher so Richtung Währung gehen wie im ersten Teil, keine Ahnung. Ich gehe eher mal vom ersteren aus, also dass es wie in Jack 2 ist. Da wird sicherlich hier schon der ein oder andere zu finden sein, wenn ich mich umschauen würde. Aber irgendwie bin ich doch gerade gar nicht mal so abgeneigt, erstmal einfach der Main Story zu folgen. Da hat mir so viel gefehlt. Auch weil ich ja die Hoffnung habe, dass sie ein bisschen gelernt haben aus Fehlern. Ich habe auf jeden Fall schon gesehen, dass es irgendeine Art von Übersicht geben soll. Ah, okay. Muss ich das jetzt? Nee, glaub nicht, ne? Oder doch, muss ich vielleicht. Na gut.
Okay, ja, wo muss ich denn hin? Kann ich da hin? Wahrscheinlich nicht. Okay. Achso, hier ist eine Treppe. Alles klar. Da kommt das Ding jetzt nicht hoch. Nur mal so Interesse halber. Ich wünsche mir immer noch eine Sprintfunktion, ne? Doch, da käme das Ding auch auf jeden Fall hin. Aber hier wäre... Das Ding kann flattern. Interessant. Ich glaube nicht, dass ich hier als Jack weiterkomme, ehrlich gesagt, aber... Ne? Wir müssen diese Känguratten finden. Diese Känguratten? Was? Ja gut, ganz eine Ahnung. Also ich weiß doch vor allem auch nicht, warum er mir das da gesagt hat. An der Stelle. Oder lag das daran, dass wir jetzt halt... Guck mal. Das sind also doch Orbs. Aber an die komme ich halt... Also an den zumindest, ganz spezifisch, komme ich auf keinen Fall ran. Such weiter. Vor allem nicht, wenn ich mich so anstelle. Ich will nur mal gucken, wie hoch und weit ich eigentlich kommen könnte. Aber war schon sehr stark das Gefühl, dass das dafür zum Beispiel nicht reichen wäre. Okay. Ich konnte auch gar keinen Doppelsprung mehr danach machen, ne? Ja, okay. Okay. Na, ich drücke wieder die falschen Tasten hier. Das ist also auch... Das ist generell falsche Tasten drücken, egal für was jetzt genau. Das wird hier wieder... häufiger passieren, befürchte ich. Ist das eine Tür, eine Leiter? Ist das oh Mann. Das heißt, da drüben, das sind auch alles Orbs. Ja, ja, okay. Also, Stand jetzt war es halt einfach nur Zeitverschwendung, von dem Ding runterzugehen. Ach so, da kommt man noch so problemlos auch weiter. Ja, okay. Habe ich schon eine Karte oder irgendwas in der Form? Naja, ich kann nicht Start drücken. Ich habe einen Screenshot gemacht, ja, das stimmt. Ja, wir sind gerade eigentlich nur noch unnötig langsam unterwegs. Dadurch, dass wir unseren Dino da abgegeben haben. War eine super Idee, Spiel, danke. Ich dachte, das hatte aber wirklich konkreten Hintergrund gerade an der Stelle da, aber nö. Und da komme ich gleich vielleicht weiter. Vielleicht auch nicht. Ey, die wollen mich doch verarschen. Hier ist auch vor allem kein Wiederaufstiegspunkt für so ein Ding, oder? Das sind ja andere Viecher, was auch immer das genau ist. Die Hunde hier? Ich weiß es nicht. Was das für lustige Wesen sein sollen. Wir müssen diese Känguratten finden. Ich weiß. Dann könntest du bitte die Silbe Ru noch sprechen. Das wäre fantastisch. Jetzt hört sich auch die Musik schon knisterig an. Super. Ah, hier haben wir endlich wieder so ein Ding. Super. Jetzt, wo ich gerade absteigen muss wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Ich glaube, das... war halt wirklich nur so von wegen so, ja, könntest du mal machen, wenn du Bock hast, ne? Aber lohnt sich nicht. Na gut. Skill bewiesen habe ich jetzt in dem Part sowieso bei weitem nicht, insofern. Ist das jetzt auch komplett egal? Komm her. So. Und jetzt... Falls Demos euch je erlaubt, die Stadt zu verlassen, dürft ihr auf einem meiner Fahrzeuge eine Runde drehen. Wir sehen uns, ihr Frischlinge. Aha, und hier ist ein Orb. Hallo. Ja, also das ein oder andere Ding könnten wir hier auf jeden Fall schon sammeln. Vielleicht könnten wir auch da, wo wir vorhin waren, mit diesem Ding so ein bisschen hinfliegen. Aber wir haben jetzt wirklich kein konkretes Ziel, oder? Das finde ich spannend. Man muss also schon so ein bisschen gerade selbst erkunden, wie es scheint. Was haben wir hier jetzt für ein lustiges Teil? Irgendwas, was uns halt noch gar nichts bringt wahrscheinlich. Erinnert gerade ein bisschen an die Irrsinnsinsel von Twins. Nicht an die Irrsinnsinsel, an den Insanity-Strand halt. Insanity-Insel, so. Uiuiui. Da würde ich gerade gerne einfach so hingleiten, aber das funktioniert leider nicht. Und ich wette, im Wasser bin ich tot. Also, kann man mal versuchen, aber... Ich werde einfach mal das Echsenteil mitnehmen und das Ding mindestens mal in seinen Tod stürzen. Aber da sehe ich auch noch einen Orb, den können wir schon mal mitnehmen. Na! Bitte? Geh da hin, danke. Komme ich hier auch wieder hoch? Aber mit dem Ding meine ich? Ja, nicht wirklich. Da drüben vielleicht. Ja, schön, schön. Okay. Wahrscheinlich werden wir jetzt einfach zusammen verrecken, aber es interessiert mich schon. Vielleicht komme ich auch sogar dahin.
Ich komme sogar dahin. Wow. Jetzt weiß ich trotzdem noch nicht, was bei Wasser passiert, aber ich... Für die Anzahl der Orbs oder weil ich hier gelandet bin, konkret? Doch, ich komme auch wieder zurück. Wow. Ja, das ist... Ja. Und dann sowas. Ja gut, das Echsenviech ist auf jeden Fall tot, aber ich kann zumindest an sich erstmal hier im Wasser ausharren. Bis dann gleich wahrscheinlich wieder irgendwelche komischen Haie kommen oder was. Ja, aber keine Sorge. Ich werde jetzt nicht versuchen, darüber zu schwimmen, weil das dauert einfach viel zu lange und da habe ich keinen Bock drauf. Vielleicht ist es auch was super Cooles, was mir jetzt schon beim Spiel helfen würde, aber da gehe ich da definitiv nicht von aus. Ich gehe eher davon aus, dass hier vielleicht noch so ein Orb rumchillt, aber... Ja. Ich habe die Hoffnung, dass man es auch später erkunden darf. Und jetzt nicht darauf angewiesen ist, alles auf einmal zu finden. Das habe ich ja sowieso schon verkackt mit dem Spielleiter da. Ja, soll ich jetzt mit dem Typen da vorne reden, der da markiert ist? Ich meine, was anderes haben wir halt nicht. Das müssten wir aber dann sowieso beim nächsten Mal machen. Ja, jetzt habe ich leider mein Viech getötet, das heißt, ich muss sowieso wieder langsamer hier von A nach B gehen. Ich würde sagen, dann sehen wir uns. Ach, hier ist es ja schon wieder. Ein neues Reitviech zum Benutzen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, aber ich würde schon ganz gerne eigentlich nur abklären, ob ich das jetzt hier... Ob ich mit den Leuten sprechen kann oder was, oder...